Scharf, schärfer, am schärfsten. Die berühmteste Chilisauce der Welt ist wohl dosiert einzusetzen und für viele das i-Tüpfelchen auf jedem Gericht. Fast alle stehen drauf. Die Soße wird in mehr als 180 Länder verkauft. Die Amis mögen es am schärfsten, dicht gefolgt von Deutschland auf Platz 2. Gehören Sie auch dazu? Aber wetten, diese Geheimnisse kennen Sie bestimmt nicht. Bühne frei für unser feuriges Secret Nummer 1. Die Originalflasche existiert noch. Hinter der Soße steckt die Familie McElhinney aus den USA. Und die hat einen super antiken und wertvollen Besitz. Die älteste Flasche mit der Soße, original verschlossen natürlich. Die älteste? Wie alt könnte die wohl sein? Ich würde mal schätzen, so 100 Jahre. Ich würde sagen, so 1000 Jahre oder so. 27 Jahre. Die älteste Tabasco-Flasche ist 800 Jahre alt. Na, so alt dann auch wieder nicht. Die älteste Chili-Flasche der Welt wurde 1870 abgefüllt. Seitdem hat sie niemand geöffnet. Nach der langen Zeit will das wohl auch niemand. Die Soße haben wir ihm zu verdanken, Edmund McElhinney. Es ist das Jahr 1868 auf Avery Island im US-Staat Louisiana, kurz nach dem Bürgerkrieg. Der Banker baut auf seiner Plantage Gemüse für sich und seine Familie an, unter anderem Chilischoten. Weil er keine Lust mehr auf labbriges Brot hat, experimentiert er mit einer scharfen Soße, mischt Chilis mit Salz und Essig. Das Ergebnis kommt richtig gut an. Alle wollen die Soße kaufen. Ein Jahr nach der Erfindung startet er sogar die kommerzielle Produktion und der Erfolg schmeckt ihm richtig gut. Das Besondere an der Soße, sie reift, genau wie ein Whisky, in alten Eichenfässern und das ganz schön lange. Die gehackten Chilis verbringen 3 Jahre in den Fässern unter einer dicken Salzschicht. Am Ende kommt nur noch der Essig dazu. Nach dem Abfüllen hat eine Flasche einen Scoville-Wert zwischen 2500 und 5000. Diese Skala gibt den Schärfegrad von Paprikapflanzen an. Je höher der Wert, desto schärfer. Die Originalzusammensetzung hat sich bis heute bewährt. Essig, Salz und eine ganz besondere Chilischote, zu der später mehr. Jetzt erstmal unser zweites Secret. Die Chilisauce ist königlich ausgezeichnet. Was glauben Sie, hat diese mit der britischen Queen zu tun? Also ich kann mir vorstellen, dass die den zum Beispiel verbannt hat aus dem Königshaus. Oder sie lässt halt vielleicht sogar einen eigenen Geschmack oder sowas produzieren. Die Queen könnte sich durch Tabasco einen frischen Kick geben. Die Queen und Tabasco. Vielleicht liebt sie Tabasco. Genau. Das Oberhaupt der britischen Königsfamilie mag's feurig scharf. Die Queen hat die scharfe Soße ganz oben auf ihre Einkaufsliste gesetzt und ist ein so großer Fan, dass sie die McElhinney Company 2009 zum königlichen Hoflieferanten ernennt. Damit gehört die Soße zu den sogenannten Royal Warrants. Davon gibt es nur knapp 800, ganz schön exklusiv also. Diese Auszeichnung bekommen Unternehmen, die mindestens 5 Jahre die Queen, ihren Ehemann, den Herzog von Edinburgh, oder Prinz Charles beliefern. Da stellt sich die Frage, mit welchem Gericht die Queen die Chilisauce genießt. Angeblich verfeinert sie ihren Meeresfrüchte-Cocktail damit. Wohl bekommt's. Auch in den USA ist die Soße fest in der Essenskultur verankert, besonders in der Armee. Die Chili-Liebe der Amis beginnt im Vietnamkrieg. Ihnen werden tausende Flaschen an die Front geschickt und damit auch ein Stück zu Hause. So haben sie den Geschmack der Heimat auch tausende Kilometer entfernt. Oder vielleicht war ihnen das scharfe vietnamesische Essen noch nicht hot genug. In der amerikanischen Armee zu dienen hat einen großen Vorteil. Was glauben Sie? Wie viel zahlen die Soldaten für die Flaschen? Ich kann mir vorstellen, dass die amerikanischen Soldaten nichts für Tabasco bezahlen müssen, dass sie es umsonst bekommen. Ja, die müssen bestimmt viel leisten in ihrem Job und brauchen viel Energie.
Genau. Der Hersteller liefert die Chilisauce kostenlos an die amerikanischen Soldaten. Ein Anruf genügt. Also wer einen hohen Konsum hat, sollte sich vielleicht über eine Karriere bei der US-Armee Gedanken machen. Lohnt sich bestimmt. Zu gefährlich? Die Liebe zur scharfen Soße lässt sich auch anders ausdrücken. Zum Beispiel durch Musik. Und damit zu unserem Secret Nummer 3. Raten Sie mal, was hat ein Komponist mit der scharfen Soße zu tun? Vielleicht hat er es davor gegessen, hat dann... Und hat dann die Inspiration seines Lebens gehabt. Vielleicht wurde da ein Song von inspiriert. Von der Liebe zu Tabasco. Knapp vorbei. Kein Song, sondern tatsächlich eine Oper. George Chadwick komponiert die musikalische Komödie mit dem Namen Tabasco, a Burlesque Opera, und bringt sie 1894 das erste Mal auf die Opernbühne. Das Stück handelt von einem osmanischen Herrscher. Der ist so gelangweilt von den faden Gerichten seines Kochs, dass er ihn bestrafen will, wenn sich das nicht bald ändert. Verzweifelt sucht der Koch nach einer Lösung und trifft auf einen blinden Bettler, der ihm die scharfe Soße gibt. Das ist die Rettung und besänftigt den Pascha. Das Stück ist aber kein Oller Hut. Erst vor 2 Jahren wurde die Oper in New Orleans wieder aufgeführt. Die ausverkauften Vorstellungen beweisen, die rote Soße ist beliebt wie eh und je. Der Publikumsliebling macht aber nicht nur auf der Bühne eine gute Figur. Unser Secret Nummer 4. Achtung, wir heben ab. Die Flaschen gibt's nämlich nicht nur auf dem Essen oder der Bühne, auch im Weltall. Was macht die Chilisauce da? Wird vielleicht getestet, wie sich solche Flüssigkeiten im All bewegen oder ob's schärfer oder unschärfer wird. Ja, vielleicht, dass es die Astronauten so gerne gegessen haben, dass sie es sich sogar mitnehmen mussten. Vielleicht schmeckt man ziemlich wenig im All und Tabasco ist einfach sehr würzig. Gar nicht schlecht. Der Höhenflug der Würzsoße reicht tatsächlich bis in den Weltraum. Denn hier lässt der Geruchssinn nach. Davon sind die Astronauten jedenfalls überzeugt. Durch die mangelnde Schwerkraft ist der Körper, besonders am Anfang von einem Weltraumtrip, ein bisschen durcheinander. Der Effekt ist ähnlich wie bei einer Erkältung. Man hat einen schlechteren Geruchs- und Geschmackssinn. Dagegen hilft ordentlich würzen, denn wir wissen, Schärfe macht die Nase wieder frei. Das liegt übrigens am Capsaicin. Das ist der Stoff, der dafür sorgt, dass die Chili so scharf ist. Und der steigert unter anderem die Durchblutung der Schleimhäute. Das Ergebnis? Eine freie Nase. Ein anderer Grund für den Ausflug ins All, Sie ahnen es bereits, das Essen an Bord ist wirklich fad. Verpflegung muss nämlich ungekühlt mindestens 1 Jahr lang haltbar sein. Klingt lecker. Wir fliegen zurück zur Erde. Die Chilisauce ist überall super beliebt. Das Spannende, jedes Land verwendet sie anders. In Japan kommt sie auf Pizza oder Pasta. Im Mittleren Osten in Hummus und in England in Cocktails wie Bloody Mary. Und damit zum letzten Secret. Eingesperrte Chilis. Tatsächlich. Und zwar eingesperrt in diesem Tresor. Können Sie sich vorstellen, welchen Grund es dafür gibt? Vielleicht haben die ganz besondere Chili-Schoten, eine ganz besondere Sorte, die irgendwie viel wert ist. Ich glaube eher dadurch, dass es keiner klaut, uns dann irgendwie nachmacht. Vielleicht damit die ihren Geschmack, die Schärfe nicht verlieren. Weil die da wahrscheinlich auch sehr wertvoll sind. Und wie? Um zu den Chilis zu kommen, geht's durch diese Tresortür. Das geht nur mit diesem Mitarbeiter. Der führt uns zu diesem kleinen Banktresor. Hier lagern sie die Chili-Samen. Und zwar Samen von den besten Pflanzen. Die werden hier eingesperrt, falls mal ein Orkan über die Felder fegt. Übrigens, die Chili-Sorte heißt Tabasco. Was für ein Zufall. Eiserne Regel, in die Soße dürfen nur Chilis aus diesen Samen. Die Pflanze hat es gern feucht und warm. Ursprünglich kommt sie aus Mexiko, genauer aus dem Bundesstaat Tabasco. Das bedeutet übersetzt Land, in dem die Erde heiß und feucht ist.
Die speziellen Chili-Pflanzen werden heute nicht nur auf Avery Island und in Südamerika angebaut, sondern auch in Afrika. Irgendwann sind sie dann reif für die Insel. Heißt, nach der Ernte geht's zurück nach Avery Island. Denn nur hier erfolgt die Abfüllung der Flaschen. Auf der 9 Quadratkilometer großen Insel mitten in Louisiana. Mehr als 700.000 Stück pro Tag und das in verschiedenen Geschmacksrichtungen und Schärfegraden. Das Dreiergespann aus Salz, Essig und der ganz besonderen Chili machen die beliebte scharfe Soße aus. Und nicht nur die Queen steht auf feuriges Essen. Die würzige Soße hat Fans auf der ganzen Welt. Sie alle verbindet die Liebe zum feurigen Geschmack.